Das wird ein Fest. Endlich bekommt das Original einen würdigen Nachfolger. Mit Counter-Strike Condition Zero liefern die Entwickler von Valve und Gearbox Software einen Shooter, der nicht nur auf LAN-Partys für gemeinschaftliche Metzelorgien sorgen soll, sondern auch für Alleinspieler einiges zu bieten hat. Wir konnten vorab einen Blick auf die spielbare Version werfen und zeigen Ihnen einige noch nicht veröffentlichte Levels des Spiels. In Condition Zero gehen Sie in 6 Krisenregionen auf Terroristenjagd. Es wird Sie in rund 25 Einzelmissionen nach Amerika, in die Dschungel Südamerikas, in europäische Städte, nach Russland, in den Mittleren Osten und nach Asien verschlagen. Hier geht's gerade in Moskau zur Sache. In jeder Mission können Sie für die Erledigung von bis zu 9 Teilzielen Geld kassieren, um Ihr Team mit Waffen auszurüsten und trainieren zu können. Es geht also nicht nur ums ewige Geiselretten oder Bomben entschärfen. Hier müssen Sie unter anderem Trucks eine vorgegebene Zeit lang bewachen, mit möglichst wenig Munition auskommen, Dokumente stehlen oder etwa 6 Abschüsse in Serie hinlegen. Bei Ihrem Kampf unterstützen Sie computergesteuerte Bots, die im Spielverlauf immer intelligenter werden und sich etwa die typischen Campingplätze von Snipern merken. Neben den sehr detaillierten Leveltexturen beeindrucken auch ein paar neue Waffen und Effekte. Elite-Söldner dürfen nun zum Sturmgewehr FAMAS, zur vollautomatischen M60 oder sogar zum einschüssigen Raketenwerfer greifen. Außerdem stehen etliche Granaten und ein kugelsicheres Schutzschild zur Verfügung. Die Terroristen kontern mit Molotow-Cocktails. Aber brauchen Sie Condition Zero überhaupt? Obwohl die neuen Spielkarten durch einen kostenlos zur Verfügung gestellten Patch auch mit der alten Version von Counter-Strike laufen sollen? Ja, denn nur mit der Vollversion kommen Sie in den Genuss der Bot-Unterstützung und des Einzelspielermodus. Freuen Sie sich also auf ein Schützenfest, das spätestens Ende Mai beginnen soll.